Viele unserer Studenten fragen uns, was sie nach dem Abschluss eigentlich mit dem Studium anfangen können. Wir wollen euch deshalb heute mal einen kleinen Überblick über das Arbeitsfeld eines Sportmanagers geben. Als Sportmanager bildet man die Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Sport. Man macht also alle täglich anfallenden Aufgaben aus den Bereichen Marketing, Controlling oder beispielsweise Sponsoring, aber eben bei einem Sportunternehmen. Das Besondere dabei an der Sportbranche ist, dass sie wirklich in einem ständigen Wachstum ist. Also egal, welche Statistiken man sich zu Sportevents, zum Sporthandel oder zur Sportindustrie anschaut, man sieht wirklich diesen ständigen Prozess, dieses ständige Wachstum nach oben. Der Sportmarkt hat heutzutage schon ca. 1,8 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland und setzt jährlich um die 100 Milliarden Euro um. Allein die Bundesliga stellt 110.000 Arbeitsplätze und setzt jährlich bis zu 7,9 Milliarden Euro um. Der Wachstum lässt sich auch dadurch erklären, dass es immer wieder neue Bereiche aus dem Sport gibt. Beispielsweise den E-Sports oder auch, dass bei den Olympischen Spielen immer wieder neue Sportarten dazukommen, wie beispielsweise 2020 erstmals Sportklettern und Surfen, die dann auch wieder neue Arbeitsplätze ermöglichen. Wenn wir zu den speziellen Einsatzgebieten eines Sportmanagers kommen, lässt sich erstmal sagen, dass diese genauso vielfältig sind wie der Sport selbst. Wir haben an erster Stelle mal Vereine, die sowohl Profivereine sein können, wie Basketball, Handball oder Bundesliga oder Fußballvereine, aber auch professionell geführte Amateurvereine. Ein zweiter großer Punkt ist die Sportartikelindustrie, wo einem sofort Namen wie Adidas, Puma oder Nike einfallen. Ein drittes Arbeitsfeld ist der Sporthandel, wo es große Firmen wie Sportcheck oder Intersport gibt. Ein vierter Punkt sind kommerziell geführte Sporteinrichtungen, wie beispielsweise Fitnessstudios oder Badminton oder Squash Center. Ein fünfter Bereich wären Marketing- oder Tourismusagenturen. Und ein sechster und letzter Bereich sind Verbände wie der DFB oder der IOC. Ihr seht also, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, als Sportmanager später in der Branche aktiv zu werden. Wenn wir uns jetzt mal ein Feld genau rauspicken, beispielsweise die Profivereine, da lässt sich schon mal feststellen, dass man als Sportmanager in der Praxis häufig verschiedene Positionsbezeichnungen findet, wie den technischen Direktor, den Geschäftsführer, den Vorstandssport, den Sportdirektor oder den Sportmanager. Im Groben lassen sich die Aufgaben in zwei Teilgebiete einteilen. Wir haben auf der einen Seite den Sportdirektor und auf der anderen Seite den Sportmanager. Der Sportdirektor kümmert sich dabei um alle täglich anfallenden Aufgaben direkt aus dem laufenden Spielbetrieb, also um die Zusammenstellung des Kaders, um die Zusammenstellung des Trainergespanns und auch um die Lizenzierung für die jeweiligen Saisons. Der Sportmanager auf der anderen Seite kümmert sich ein bisschen um allgemeinere Aufgaben, wie beispielsweise Marketing, Controlling oder Sponsoring. In diesen beiden Aufgabenfeldern gibt es jetzt in jedem Verein zahlreiche verschiedene Funktionäre, wie beispielsweise einen Leiter Marketing oder einen verantwortlichen Sponsoring. Ihr seht also, egal wo ihr hinwollt später in der Branche, mit einem Sportmanagementstudium gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dann hier auch aktiv zu werden und sich selbst auch zu verwirklichen. Wenn ihr noch weitere Fragen zu unserem Studium oder auch zu dem Arbeitsfeld eben danach habt, könnt ihr uns gerne jederzeit kontaktieren.